Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Teil 4 von 10. Norbert Nelson. Internationale Sozialisten. Obwohl die Frau in der matrilinearen Gesellschaft, in der Familie das Oberhaupt ist, sind die Männer für die Politik zuständig. Und man wählt einen Mann als Häuptling. Manchmal wie in der Südsee, Südostasien oder Afrika. Auch eine Frau. Die Häuptlinge sind nur für eine bestimmte Legislaturperiode gewählt. In Vardar in Bulgarien fanden die Archäologen ein 5000 Jahre altes Grab, in dem nur die Häuptlingssymbole wie Kette und Armreif gefunden wurden. Nach der Beendigung seiner Legislatur wird wieder neu gewählt, wobei der alte Häuptling ja wieder kandidieren kann. Link 1. Inzwischen wurden die Flecken immer größer und aus Stein bzw. Backstein gebaut. In der Südtürkei ist das Dorf Çatalhöyük von 7000 vor unserer Zeit, also 9000 Jahre alt, in dem mehrere tausend Menschen wohnten. Noch gilt die friedliche, basisdemokratische Matrilinearität. Die Einwohner denken natürlich noch nicht daran, dass sie von einer kriegerischen Armee überfallen werden könnten, da es noch überhaupt kein wesentliches Mehrprodukt gab und bauten noch gar keine Stadtmauer. Gegen Überfälle einzelner Banden langte es, die Häuser nebeneinander, also ohne Straßen zu bauen, wie die Pueblo-Indianer, die Anastasis. Link 2. Nun werden sie immer mehr Getreide angebaut haben, als sie selber verzehrten. Natürlich wollte man dieses Mehrprodukt in Waren umgetauscht haben, an denen es mangelte. Es wird meistens noch der Häuptling selber diese Waren mit den Nachbarstämmen oder weit wegliegenden Stämmen gegen Feuersteine, Bernstein, Wolle, Gold oder Vieh noch für den ganzen Stamm getauscht haben. Die einfache Tauschwirtschaft entstand. Der Mensch bekam einen Begriff von dem Wert seiner Arbeit. Ein Sack Mehl gleich eine Unze Gold. Vorher wurde auch getauscht, aber ohne die Produkte aufzurechnen. Es war einfach eine solidarische Gesellschaft. Man hatte einfach noch keinen Begriff von dem Wert einer Ware, da der Mensch die Produktion für sich und gelegentlich für den Clan und befreundete Clans noch nicht als Arbeit empfand. Der Wertbegriff kam erst mit dem regelmäßigen Mehrprodukt, dem Mehrwert. Man hatte für das Getreide, welches vorher im Garten angebaut wurde, nun ein besonderes Feld angelegt. Link 3. Zitat: Frühformen des Pfluges wurden anscheinend gleichzeitig in verschiedenen Kulturen der Jungsteinzeit erfunden, in Klammern Harappa statt Tsavo. Diese ersten Formen waren Ritzpflüge. Wikipedia über den Pflug. Link 4 bis 6. Vor 10.000 Jahren hat man in Jordanien auch das Kupfer gefunden. Anfangs mag man sich damit angemalt haben. Oder hier eine Totenmaske. Aber bald hat man herausgefunden, dass der Kupfer sich schmelzen und härten lässt. Ab 5000 vor Christus wird die Zeit auch Kupferzeit genannt. Link 8. In Jordanien gab es auch eine Abbaustätte mit 100 Arbeitern. Bald wurde das Kupfer mit Blei und Zinn zu Bronze verarbeitet. Aufgrund dieses gewaltigen Mehrprodukts
hieß die Zeit dann auch Bronzezeit. Danach wurde in Mesopotamien das Eisen produziert. Zwischen 3000 vor unserer Zeit und 2100 vor. Wir treten dann in die Eisenzeit. Link 9. Gehen die reinen Sklavenhaltergesellschaften ab 800 vor unserer Zeitrechnung in Griechenland führen wird, mit einer Sklavenhalterklasse. Da man immer mehr Zeit für die Feldarbeit aufbringen musste, wurden die Aussaat und die Ernte gewaltig rationalisiert. Die Arbeit am Pflug, auch am Ritzpflug, konnten nur die Männer erledigen. Das Geld von dem Verkauf des überschüssigen Getreidemehls bringt Wohlstand. Arbeit statt 2 Stunden als Jäger musste der Bauer nun 10 Stunden arbeiten. Das versuchte er sich mit der Vertreibung aus dem Paradies zu erklären. Er lernt, mehr Arbeit gleich mehr Geld. Die Männer setzen deshalb die Privatisierung der Äcker durch. Da nur die Söhne die Äcker bearbeiten konnten, wechselte man von dem matrilinearen zum patrilinearen System. Das heißt, nun erbt statt der Tochter der älteste Sohn die Äcker, das Haus, den Namen und die Familienfunktion. Mit dem Patriarchat ist auch das ganze Parasitentum der Adel entstanden. Der Ackerbau führte zur Privatisierung und die Privatisierung führte die Menschheit in die Knechtschaft. Bis zur Aufklärung verlor die Frau alle Rechte. Die Frauen wollten dann natürlich von dem Ertrag etwas abhaben und baten die Männer, sie zu heiraten, also eine vertraglich abgesicherte feste Bindung mit ihnen einzugehen. Okay, sagten die Männer, dann müsst ihr aber erst vorher für ein Jahr lang als Tempelhure dienen. Diese Vorrichtung wird von vielen Kulturen berichtet, aus Ägypten, Griechenland, Karthago und so weiter. Wenn die Männer dann zur Tempelhure gingen, konnten sie direkt mit ihrem Gott in Kontakt treten. Wenn es bis zur Privatisierung immer noch Häuptlinge gab, die sich noch nicht in Fürsten verwandelt hatten, dann wollten sie spätestens jetzt auch ihren Privatanteil an dem Handel und erklärten sich zu Fürsten. Die Schutzmannschaft bei dem Fernhandel wurde zur Leibgarde der Fürsten. Der Koordinator der Schutztruppe wurde zum Ritter geschlagen und bekam besondere Federrechte über die Bauern. Da man das Mehrprodukt von den Bauern abpressen konnte, war dieses Fürstentum natürlich auch für andere Fürsten, Könige oder Kaiser interessant. Ab nun wurde regelmäßig Krieg geführt. Bei den Griechen haben die Bauern im Sommer die Feldarbeit geleistet und mussten im Winter in den Krieg, damit die Menschen nicht denken, dass die Kriege wegen der Ausbeutungsmöglichkeiten geführt wurden, wird ihnen eingetrichtert, dass die Kriege wegen der Aggressivität der Menschen geführt werden. Dazu wurde von den Wissenschaftlern ein aufklärendes Experiment durchgeführt. Erst führte man einen Test mit 2 Dreijährigen durch. Man stellte ihnen 2 Teller mit einer undurchsichtigen Käseglocke hin. Die Testperson sagte, wenn er wieder draußen ist, dann könnten sie essen. Auf dem einen Teller war ein Riesenberg Nudeln.
auf dem anderen Teller war nichts. Die Dreijährigen teilten sich die Nudeln wie selbstverständlich. Das ist die Natur des Menschen, wie ich das auch bei den brasilianischen Urwald-Indianern beschrieb. Nun führten sie den gleichen Test durch mit zwei Achtjährigen. Der Bub mit dem Nudelteller baute sofort eine Verteidigungshaltung um den Teller herum auf. Ich würde sagen, er hat in der Schule gut aufgepasst. Wir sind eine Leistungsgesellschaft und wenn man da etwas haben will, muss man erst 1,50 hinlegen. Ja, wir sind jetzt gegen unsere Natur erzogen worden. Von solidarisch auf Konkurrenz getrimmt worden. So, dass durch die ganzen Verkrümmungen die Magenschmerzen sich mit den Bandscheibenschäden abwechseln. Als ich die Geschichte mit dem Test erzählte, sagten mehrere Frauen, ja, das war bei ihren Kindern auch so, als sie klein waren. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, welche Erscheinung zuerst da war, das Patriarchat oder der Adel. Da wir sowieso durch die mörderischen Klassengesellschaften hindurch müssen, jede Ethnie auf jedem Planeten müsste dies. Vor 6000 Jahren gab es in den frühen mesopotamischen Siedlungen noch eine mutterrechtliche Linie, in der alle noch gleichberechtigt waren. War total friedlich, bis sie vor 6000 Jahren von einem kriegerischen Volk aus Zentralasien angegriffen wurden. Nachdem das griechische Volk die matrilineare mesopotamische Gesellschaft überfallen hatte, verwandelte sich diese in 100 Jahren auch in ein patriarchalisches, kriegerisches Volk mit einem König. In der Zeit vor 6.000 bis 7.000 Jahren haben das Mutterrecht und das Patriarchat oft nebeneinander noch existiert. Die matrilinearen Gesellschaften wurden einfach von den patriarchalischen Völkern weggefegt. In dem größten mutterrechtlichen Dorf, Çatalhöyük, lebten mehrere tausend Personen. In Uruk aber lebten schon 50.000 Menschen mit einer 9 Kilometer langen Stadtmauer. Die basisdemokratischen Kulturen entwickeln sich auch, aber viel langsamer. Der König sammelte um sich herum die besten Fachleute, Architekten, Ingenieure, Ärzte, Mathematiker, Kanalbauer und Astronomen. Das heißt nicht, dass es immer so bliebe. Jetzt schon gibt es kaum Fortschritte bei den Entwicklungen. Im Gegenteil, Entwicklungen werden oft verhindert. Bis zur Morddrohung geht man da. Wenn in einer freien Gesellschaft der Mensch sich frei entwickeln kann und es nicht mehr diese stupide 1,50-Frage gibt, dann ist jeder Mensch ein Forscher und Entwickler. Die ungebildeten Menschen verweigern nur die Bildung, weil sie dabei gegen ihre Natur diese blöde Leistungsgesellschaft verinnerlichen sollen. Nicht die Natur des Menschen gehört abgeschafft, sondern die Leistungsgesellschaft, Kapitalismus, das ganze Geld. Von der Natur aus ist der Mensch solidarisch. Er soll hier im Kapitalismus die Konkurrenz erlernen. Aber er ist von der Natur aus solidarisch. Weiter mit: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Teil 5 von 10. Die Sklavenhaltergesellschaften. Norbert Nelte, internationale Sozialisten.